Stabilisation der Knie und Füße zeige ich jetzt noch. Wir haben einmal die Bewegung, dass wir über den Fußballen das Knie nach außen schieben. Das ist eher abgehakt, das können wir nach rechts und nach links machen. Einfach über den Fußballen, den Fuß ein bisschen nach außen drehen, so können wir das Knie schön nach außen zeigen. Dann haben wir rechts und links immer schön wieder absetzen. Und das kann man dann auch einfach in einem schnelleren Tempo machen, zum Beispiel 1, 2, 3, 4. Und dann kann man das auch nochmal ein bisschen spielerischer variieren, indem man dieses Ausdrehen mehr zeigt, dass man zack, 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 immer dieses Absetzen zeigt, immer diese Drehung über den Fuß. Rausdrehen, hinsetzen. Also man kann entweder dieses hier einfach machen oder rausdrehen, 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 rausdrehen. Dasselbe geht über innen, das passiert auch über die Fußballen, das Eindrehen der Knie, die Knie gehen über außen nach innen, über außen nach innen. Über außen nach innen, über außen nach innen. Das geht auch in einem schnelleren Tempo. Kann man sich vorstellen, dass man wie so einen großen Gong zwischen den Knien hat und mit den Knien haut man auf diesen Gong drauf. Machen wir rechts, links. Hier gehe ich sogar über den Fußball ein bisschen auf die Fußspitze und drehe rein, 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 rein. So, mit den Füßen haben wir natürlich auch noch viele Variationen. Wir können über die Füße reisen, wir können unsere Fußflächen zeigen, können das neben dem Körper machen, können die aufstellen, können die auf die Ferse stellen. Wir können die Füße aber auch vor dem Körper präsentieren. Wenn wir das machen, gibt es eine schöne Übung. Wir zeigen die Fußfläche und drehen die rüber. Setzen zurück, jetzt mit links, der fängt rechts an und geht dann nach links. Wenn man das ein bisschen schneller kombiniert, kann man drehen, wechseln. Drehen, wechseln, drehen, wechseln, drehen, wechseln. Wenn man da das Gewicht ein bisschen verlagert, hat man auch schön einen typischen Hip-Hop-Schritt, geht man hier vorne drauf, dreht, geht vorne drauf, dreht. Also einfach das Gewicht auf den vorderen Fuß